herzlich willkommen, ihr Xperia Gaming-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und ja, heute bin ich mal wieder unterwegs mit einem kunterbunten Haufen, wie ihr seht, in LS17 auf der schönen Goldcrest Valley, oder wie heißt die? Ja, ne? Goldcrest Valley, oder? Ja, yo, genau. Yo. Okay, ja, wir sind unterwegs und natürlich wieder im Namen der Feuerwehr. Unser offizieller Partner. Schön wär's, ne? Nein, auf jeden Fall herzlich willkommen zu diesem Einsatzvideo und ich würde sagen, wir wünschen euch viel Spaß und ich weiß nicht, möchte noch jemand was sagen, bevor es richtig losgeht? Nö, sieht nicht danach aus. Paddy, willst du die Leute noch begrüßen? Wie Moin, immer, Leute, ich wie begrüße. Immer, wie immer, wie immer der Kistenjunge Paddy! Genau! Ja, no. Ach, Gattchen. Um 8 ist, um acht ist okay, Übungsdienst und wir wollten das Bewerbungsgespräch aber noch vorher erledigen. Weg, dann passt das auch. Ich denke, dass er aber gleich kommt, weil eigentlich ist er ein zuverlässiger Kerl, also was das angeht. Ah, oh Mann, unsere Auszubildenden lassen ihren Scheiß auch immer überliegen, ne? Ring, ring. Ring, ring. Telefon klingelt. Wen rufst du denn an? Ich. Hallo Juraj. Ja moin. Ich wollte nur sagen, dass ich mich jetzt langsam auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch mache. Kann sein, dass ich ein paar Minuten zu spät komme, weil es ist gerade ordentlich Verkehr auf der Autobahn. Ja, okay. Das sollten wir hinkriegen. Ja, dann bis gleich. Wäre ja auch mal schön, wenn die Zeit nicht so schnell vergehen würde, ne? Ja, allerdings. Ja, dann bis gleich. Auf wie viel Gewicht ist die Drehleiter ausgelascht, ausgeschrieben? Wie viel Gewicht kann die an der Spitze? Weißt du das? Hätte ich hätte die auf keinen Fall. Drei Personen. Ach, da ist er ja schon. 300 Kilo, oder? Ja, dann machen wir mal Gewicht hier hoch, oder? Also ich finde die Drehleiter funktioniert. Wir müssen ja aber Gewichte hoch machen, wir müssen ja die 300 Kilo aushalten, die hier drauf liegen. Ja, moin. Ja. Dann gehe ich da erstmal hoch, ja. Herzlich willkommen bei unserem Unternehmen. Wir freuen uns, dass du dich beworben hast und ja, erzähl mal. Was hast du denn als letztes beruflich gemacht? Ja, also ich habe noch, ich habe jetzt meine Ausbildung zum Lagerlogistiker fertig gemacht. Okay. Im Betrieb in der Nachbarstadt. Ja, und dann habe ich mir halt überlegt, bewerbe ich mich mal halt außerhalb von meiner eigentlichen Heimatstadt, weil ich halt auch was anderes mal sehen möchte. Und ja, bin ich zufällig auf euren Betrieb hier gestoßen, habe mir gedacht, ist eigentlich ganz interessant, was ihr auch angeboten habt. Und ja, habe ich mich halt beworben. Führerscheine hast du ja. Ich weiß ja, du bist ja bei mir auch bei uns auch in der Feuerwehr. Genau. Also fahren darfst du alle Klassen. Ich weiß nicht, Bus hast du mit Sicherheit nicht, aber den brauchen wir sowieso nicht. Bus habe ich nicht, das ist der einzigste, den ich nicht habe. Ist ja auch Quatsch, den brauchen wir nicht, ist ja nur der blöde Beförderungsschein, ne? Genau. Naja, alles gut. Ja, dein Glück, wir suchen im Moment dringend einen Fahrer. Okay. Also, ich habe mir deine Bewerbung ja auch angeguckt, das sieht alles sehr ordentlich aus und ich muss echt sagen, du bist uns auch sehr ins Auge gefallen, wir... sind froh, dass du auch gerade erst ausgelernt hast, was diesen Logistikerbereich angeht. Wir haben nämlich Auszubildende, die sind in so einem Mischbereich. Das sind Fachkraft für Fahrtechnik oder wie soll ich das nun nennen? Fahrlogistik. Und da gehört ein Teil von dieser Lagerlogistik auch mit rein. Und das Problem ist, das können wir so nicht hundertprozentig vermitteln. Und da bist du uns nun auch noch so eine Stütze, wenn das klappt, wenn das auch deinen Vorstellungen entspricht, weil du musst es ja nicht machen. Es ist nur so, diese Logistikgeschichte haben wir hier sehr wenig, diese Lagerlogistikgeschichte. Wir sind sehr viel mit Verladen und Heben und dies und das und ja, das ist alles da drin, aber so das ein oder andere wäre vielleicht schön, wenn man das dann nochmal vernünftig erklärt kriegt, weil da sind selbst meine Abteilungsleiter-Ausbildungskenntnisse, Ausbilderkenntnisse vorbei.
Also ich denke mal, dass, wenn ich angenommen werde, dass ich auf jeden Fall mal, jetzt mal auf jeden Fall ausprobieren, weil ich denke, das ist auch eine andere Erfahrung mal, nicht nur im Lager, im Gebäude drin zu arbeiten, sondern dass es auch mal sicher eine interessante Erfahrung ist, wie es draußen ist. Ja, das ist richtig. Kommen Sie mal kurz mit. Also, bei uns ist das so, wir bestellen Waren, die im Endeffekt von unseren Kunden gekauft werden. Wir haben einiges auf Lager, das ist wahr. Hier in dem Gebäude ist auch unser Lager, aber wir haben nicht alles. So, die großen Fahrzeuge werden beispielsweise, wenn eine Bestellung aufkommt und man keins hat, wird es bestellt und wird es im Endeffekt eingelagert und gleich wieder ausgelagert. Aber wir Okay. müssen es ja einmal im System aufgeführt haben, damit wir wissen, okay, das ist angekommen, das waren keine Beschädigungen dran, das war in Ordnung und es geht in Ordnung wieder raus, ne? So. Aber das kriegen wir alles hin. Also von unserer Seite würden wir uns freuen, wenn Sie das machen wollen, aber dafür müsste ich jetzt erstmal die Frage stellen, haben Sie irgendwelche bestimmten Gehaltsvoraussetzungen? Also wir hatten ja schon mal in der Information geschrieben, dass das bei 2.500, jetzt muss ich selber überlegen, war das brutto? Ja, ohne Abzüge. Ohne Abzüge war aber netto, ne? Nee, mit Abzügen ist netto. Okay, Brutto ist ohne. dann 2.500. Ja, netto. Entschuldige bitte. Alles in Ordnung. Also, ich finde, es ist völlig in Ordnung für diesen Beruf und ja, also ich habe da nicht wirklich noch was auszusetzen. Ja, dann würde ich sagen, ich habe den Arbeitsvertrag auch schon ausgefüllt, alles soweit. Und den müssten Sie dann nur noch unterschreiben. Ja, Moment. Der liegt Mal gerade meinen übrigens Kugelschreiber hier. suchen. Ah, da haben wir ihn ja. Also, wo denn unterschreiben? Hier ganz unten und dann noch auf der zweiten Seite hier in der Mitte, oder? Ja, richtig. Okay, Moment mal. Also Sie kriegen das Dokument auch nochmal mit. Sie können es auch nochmal durchlesen. Und wenn Ihnen da irgendwas nicht passt, können wir da immer noch mit drüber reden. Das ist kein Problem. Nur weil wir wirklich dringend jemanden suchen und ja. Okay. Jo, dann hier bitteschön. Papiere sind unterschrieben. Dann Dankeschön. freue ich mich schon auf den ersten Arbeitstag. Wäre schön, wenn Sie möchten, können Sie gleich morgen durchstarten. Ansonsten, ich weiß gar nicht, welchen haben wir heute. Haben wir heute. Was haben wir denn heute Heute ist der eigentlich? 19. Ja, heute ist Freitag, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen. Ja, wir sind samstags auch geöffnet, also das ist Ihre Entscheidung. Entweder können Sie morgen auch mal reinschnuppern, weil ich wollte Ihnen gleich Ihren LKW zeigen, der Ihnen zugeteilt ist. Dann würde ich sagen, ja, dann starte ich einfach direkt morgen durch. Also. Ja, okay, dann wäre es gut, wenn Sie eine Kopie von Ihrem Führerschein noch mitbringen. Okay, Gezeigt das haben kann ich Sie machen. ihn mir ja, also das ist ja nicht das Problem, also aber auf jeden Fall. Ah, nun will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Kommen Sie mit. Oh, komm du mit. Wir duzen Ja, uns ja auch. Wir sind wollte ja ich eigentlich gerade schon. sagen, du darfst mich ruhig duzen, beziehungsweise Sie dürfen mich ruhig duzen. Ja, das sehen wir hier auch ganz locker. Also hier muss keiner Sie. Oh. Oh, was haben wir denn? WMA. Ja, übrigens, der Scania ist deiner. Der Schlüssel hängt. Im Gebe ich Sprint, dir oder? gleich. Gebe ich dir gleich. Nee, Jo, später. fährst du bei mir mit, oder? Ja, ich fahre bei dir. Ich habe keine Lust, selber zu fahren. Okay. Ja, was haben wir? BMA, Feldstraße 7. Bei der BGA. Wir müssen uns beim Aufstellungsplatz aufstellen, okay? Die Aussage kaputte Person in unserem Melder verstehe ich nicht. Das ist ein Easter Egg. Oh Gott! Ja, also Fahrerkünste Der hier am Lecture wird schon nicht Start. voll besetzt. Alles gut, ich weiß ja, wie das Fahrzeug reagiert. Ja, also der gute Schlitten reagiert empfindlich aufs Gas, das muss man sagen. Also das Alter, ist sind die schnell draußen gewesen. Die waren ja beim Dienst. Ach, die hatten noch diesen Testdienst da mit der Drehleiter oder was auch immer da war. Ach so. Stimmt, da war ja was. Hier Oh, ist. da sind wir. Patrick ist mit dem hier EW unterwegs, aber der muss dran denken, dass der erste LF-Gruppenführer den. Ach, das weiß ich ja gar nicht mehr. Wie war das hier? Ich bin ja auch in zwei Wehren. Scheißen Dreck. Grundlegend ist so, das kann jeder für sich, also jeder will eigentlich für sich selber entscheiden. Grundlegend ist so, LF, das erste LF am Einsatzort ist eigentlich Einsatzleitung.
Nur wenn Elvi dabei ist, ist bei manchen Wehren so, sie sagen, die macht die komplette Einsatzleitung dann. Wie jetzt bei Jurei in der Wehr zum Beispiel, ist eher so gestaltet, dass der Elvi dann die Einsatzleitung übernimmt. Genau. Habe ich noch mal nicht gesehen. Adi, hier ist der Aufstellungsplatz hier vor der BGA. Ja, stell dich da auf. Ich fahr mal Ja. fast. LW1, Florian Goldquest will hier von LW1 kommen. Leitstelle. Oder was hast du angefangen? Entschuldige bitte. Florian. Florian Goldquest will hier LW1 von Leitstelle kommen. Leitstelle. Ja, LW ist am LW und das erste LF am Einsatz angekommen. Das erste LF übernimmt die Einsatzleitung. Verstanden. Danke, Paddy. HLF an alle eingesetzten Kräfte, bitte aufstellen und bereithalten für weitere Befehle. Einsatzleitung von Florian Goldcrest Valley LF 202 kommen. Einsatzleitung wird. Frage, sollen wir die Verkehrsabsicherung übernehmen kommen? Wird nicht benötigt, da hier eigentlich kein Verkehr Wir zugange haben ist. verstanden. Florian Gold Quest Valley EW1 von der Telefon. Hört. Ja, gibt es irgendwas Genaueres zur Lage? Es ist gemeldet worden, dass Gas austritt. Ja, das ist verstanden. LW1 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter hört. Ja, ich habe gerade Funkkontakt mit der Leitstelle gehabt. Es soll irgendwo Gas austreten. Also bitte höchste Vorsicht. Einsatzleiter an alle eingesetzten Kräfte, bitte vorsichtig Abstand halten von der BGA und die, wo Messgeräte dabei haben für Gas, bitte ausrüsten damit und die Angriffstrupps mit Atemschutz ausrüsten. Danke. Gruppenführer von Florian Goldcrest Valley 1-64-1 kommen. Habe ich jetzt Gruppenführer gesagt? Entschuldigung, Einsatzleitung. Ja, Frage, wo sollen wir uns denn aufstellen? Passt schon so, wie ihr hier seid. Ihr habt doch ein Belüftungssystem dabei, denke Ja, wir ich. haben das Belüftungssystem dabei und wir haben auch das Messset dabei. Holt mal alles raus, was ihr habt. Verstanden. LK an Einsatzleitung kommen. Einsatzleitung hört. Richtig ist doch die Seite, wo wir messen So, sollen, wo die Türme hol sind, mal richtig? das Messgerät raus. Ich gehe mal ganz kurz zu den Ja. anderen Gruppenführer zur Gruppenführerbesprechung, ne? Verstanden. Ja. Gruppenführerbesprechung am besten beim Einsatzleitung EW. Ja. von Florian Goldcrest Valley 1120 kommen. Direkt neben dir. Ja, also Angriffstrupp ist mit PA ausgerüstet, wartet auf weitere Befehle kommen. Verstanden. Ihr könnt, also dein Angriffstrupp, der könnte schon mal vor und schon mal messen gehen und gucken, wo es undicht ist. Okay, sollen wir dann das Messgerät vom anderen LF nehmen, weil wir haben keins dabei. Ja, nimm das. EW. Hi. So, also, was haben wir jetzt? Folgende Lage. Jetzt möchte ich gerne mal was wissen. Ich habe nicht viel mitgekriegt. Es Bislang hab ich nur aufgebaut. Es soll Gas Ja. austreten, weil irgendwas undicht ist an der Hülle. Wir wissen aber nicht, wo es ist. Die BMA hat angeschlagen. Also die Sensoren haben angeschlagen, dass Gas austreten soll. Die Wir müssen es BMA hat halt. dir das angezeigt. Du warst im Kontrollstand und hast geguckt, was die dir anzeigt. Da waren wir noch nicht. Das kommt ja jetzt noch. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir da als erstes einmal hingehen, sonst gehe ich da schnell mit Jure und einem Atemschutztrupp von ihm mit. Dann würde ich sagen, dass du ganz kurz einmal meine Jungs
haben sich auch mit PA ausgerüstet, wo du mir gesagt hast, als ich, dass ich die hier das Messset bereitstellen soll. Da haben die sich ausgerüstet und stehen jetzt da vorne am GW, also hinterm GW, in Aufstellung bereit, dass du sie einteilen kannst. Sonst gehe ich schnell mit Jura und einem Angriffstrupp von ihm zum BMA. Weil Jura sind schon an der... Ja, meine sind schon vorne und schauen sich gerade um mit dem Messgerät. Jetzt möchte ich aber ganz kurz wissen, warum stehen die da jetzt schon mit einem Messgerät, wenn ihr eigentlich gar kein Messgerät dabei habt? Ja, die haben, ich habe mit Felix abgeklärt, dass wir euers nehmen sollen. Ach so, okay, also ist ja. Das... Okay, dann kommst du jetzt auf jeden Fall mit mir. Du hast nämlich den Schlüssel auf dem Fahrzeug, zumindest meine ich das in Erinnerung zu haben. Genau, sonst müsste jemand mir den... Ich hol dir mal eben kurz aus dem Handschuhfach. Handschuhfach. Aus dem Schlüsselkasten, ja. So, dann pfeife ich mal meinen Angriffstrupp her. Angriffstrupp. Ja gut, und ich gehe auf die 1, 64, 1, komm. Angriffstrupp hört. Ja, einmal zu mir kommen. Wo sitzt die BMA so, hier eigentlich nochmal? Ich war so lange nicht mehr hier auf dem Gelände drauf. EW1 an, EW1 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter. Ja, einmal die erste Lage, dass ich die weitergeben kann an die Leitstelle. Bis jetzt noch nichts entdeckt, sind noch... Lass uns mal laufen. Ja, so, war hier hinten, haben wir glaube ich die Anlage. Ja, also wir gehen jetzt auf jeden Fall die BMA kontrollieren, was die anzeigt. Oh, ja. Mal hier. Ja, hier haben wir den Kasten. Ich sehe schon. Guck mal. Kein Wunder, warum hat man die eigentlich so weit draußen angebracht? Warum hat man die nicht ins Gebäude reingesetzt? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube nämlich, dass da der Fehler drin ist, weil wenn du das schon siehst, wie die da gerostet hat. Ja, das ist ein uraltes Ding. Ach du, ahnst es nicht. Moment mal. Zack. Okay. Also in dem Fall vom zweiten Silo hat der Alarm angeschlagen, also der Melder. Cool, oder? Was wir eigentlich kennen, das ist schon ein digitales System und was da jetzt ist, da blinken immer noch einzelne Lampen. Ja. Also in dem Fall, Moment mal, ich gebe mal eben kurz einen Einsatzleiter durch. Einsatzleiter von Gruppenführer LF20 kommen. Einsatzleiter hört. Haben soeben an der Brandmeldeanlage folgenden Beschluss, folgende Meldung. Am zweiten Tank soll anscheinend der Melder angeschlagen haben kommen. Verstanden. Einsatzleiter an alle eingesetzten Kräfte, bitte bei Atemschutztrupps zum zweiten BGA-Turm. Siehst du das? Kontrolle von das? Gasaustritt. Das ist einmal die Wartungslampe und die Störungslampe. Beide leuchten. Und die blinken in diesem SOS-Takt. Das ist ja normal. Ja. Das ist ja, wenn die auf diesen Warnungsmodus gegangen ist. Genau. Aber warum leuchtet die grün blinkende Lampe daneben noch? Da steht jetzt nichts bei und ich weiß jetzt nicht genau, wofür die sein soll. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre das für den Ausgleichstank, dass der Ausgleichstank defekt ist oder sich entlüften möchte. Moment mal, ich kann gerade im EW eine Anleitung gefunden. Ich schoss gerade ein, dass wir für dieses alte Gerät ja eine extra Anleitung noch gekriegt haben. Der Grüne muss für den Ausgleichstank sein auf jeden Fall. Und wenn er doppelt blinkt, immer so im Rhythmus, so langsam hell werden und wieder weggehend, dann müsste das die Belüftung sein. Und dann möchte ich jetzt mal ganz schnell den Befehl rausgeben an alle Einsatzkräfte, Gefahr, alle vom Tank zurück. Vom Silo 2 zurück. An alle eingesetzten Kräfte, wir haben hier ein offenes Kabel, wir haben Funkenflug, bitte zurücktreten. Das heißt nicht, bitte zurücktreten, Gefahr, alle zurück. Meine ich doch. Also in dem Fall zwei Probleme gefunden. Sprich, einmal ist hat der Tank den Druck nicht richtig abgelassen und wir haben ein offenes Kabel. Na, kann natürlich sein, dass das jetzt auch alles mit dem offenen Kabel zusammenliegt und dass das Kabel eine Störung ist. Haben. Also ich möchte da jetzt aber nichts riskieren, deswegen. Achtung, wir haben eine Explosion. Super, ich hab's doch kommen sehen. Okay, also Moment mal. ELW an Einsatzleiter. Einsatzleiter hört. Ja, Lagemeldung. Wir haben jetzt eine Explosion, da Kabel offen war und Funken geschlagen hat. Das nahe am Austrittsloch war. Werden weitere Kräfte benötigt? Ja.
Wir brauchen dringend noch ein paar Löschfahrzeuge. 1 bis 2. Ja, das ist verstanden. DK und Einsatzleitung kommen. Flori. Einsatzleitung hört. Könnten Sie bitte Wasserversorgung direkt zu DK legen? Ja. Einsatzleiter? Ja. Besatzung vom GWL 2. Es ist gar kein GWL 2, entschuldige bitte. Vom GWL, wir übernehmen das Abdrehen des Gastanks. Also der Hauptgasleitung. Einsatzleiter Gold, von West Valley ALW 1 an an Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Ja, folgende Lagemeldung. Defektes Kabel ist ein Brand verursacht, werden weitere Kräfte benötigt, 2 weitere Löschfahrzeuge. Dies ist verstanden. Nachalarmierung, 2 Löschfahrzeuge, offenes Kabel. Leitstelle hat verstanden, kommen. Ja, das ist verstanden. Ja, ihr geht mal nochmal hier an der Seite entlang und guckt mal, wo da noch alles was ihr an Hähne findet, zumachen. Gruppenführer DLK von Gruppenführer LF20 kommen. DLK, ja, wir haben euch mal Wasserversorgung aufgebaut. Also, ihr habt jetzt Wasser, also, ja. Ihr könnt loslegen. Juray, von wo hast du das Wasser gezogen? Wo hast du hier nicht dran gefunden? Hydrant, hier ein Unterflurhydrant hier hinten. Normalerweise also sollte das Feuer jetzt ausgehen. Hier. So. Da brennen ein paar Hölzer hinter der Lagerhalle. Gruppenführer, GWL an alle eingesetzten Kräfte. Ich habe gerade den Feuerofen für die Verbrennung des Gases aus dem Ausgleichstank angeschaltet. Normalerweise müsste die Gasflamme gleich da hinten ausgehen. Somit wäre nur noch das, was durch die Gasflamme brennt, zu löschen. Bitte um Bestätigung. Einsatzleitung, BGA-Brand von Leitstelle kommen. Leitstelle funkt mit dem ELW, ELW funkt mit Einsatzleiter. Okay. Also, ELW von Leitstelle kommen. ELW hört. Nach Alarmierung der benötigten Löschfahrzeuge nicht möglich, da diese momentan ebenso bei einem Brand im Einsatz sind, kommen. Ja, verstanden. Leitstelle Ende. Einsatzleiter von Gruppenführer GWL kommen. Einsatzleiter hört. Frage, wie ist die Lage? Das Feuer hat sich verkleinert. Wir haben noch kleine Blutnester, die jetzt einzeln abgelöscht werden. Okay, also gilt es, die abzulöschen. Da haben sie hier schon so ein modernes Gerät. Und trotzdem funktioniert die ganze Anlage hier nicht, ne? Ja. So, also hier ist vordere Glutnest, ist jetzt fast aus. So. Juray? Ja. Lass deinen Trupp einmal Gasmessung durchführen, bitte. Jo, mach ich. ELW an Einsatzleiter kommen. Weißt du, wo wir auch gar nicht drauf geachtet haben? Das sehe ich gerade, Felix. Einsatzkräfte können nicht nachalarmiert werden, da Einsatzkräfte ebenfalls am einen Einsatz haben. Verstanden, kein Problem. Felix? Die Jungs, machen wir nochmal Gasmessung, ja. Bitte. Wo ist Felix denn? Felix stand doch gerade noch hier. Ach, da ist er. Weißt du, wo wir die ganze Zeit nicht drauf geachtet haben? Worauf? Darauf, dass da hinten Hochspannung ist. Oh, verdammt. Okay. Ja, Gut, in dem Fall, Einsatzleitung von Gruppenführer LF20 kommen. Einsatzleitung hört. Glutnester sind abgelöscht. Gas ist in dem Fall abgedreht. Messungen zeigen kein Gas. Frage: Weitere Maßnahmen kommen? Wir kühlen jetzt noch ein bisschen die Rohre und umliegenden Gebiete, die sind vielleicht noch ein bisschen
Eis und dann übergeben die Einsatzstelle. Ist es verstanden? LF20 Ende. LK an Einsatzleitung kommen. Einsatzleitung hört. Von hier oben aus nichts mehr zu sehen. Messgeräte zeigen aber wie noch ich gesagt habe, ne, mit dem Ausgleichstank. Leichtes Gas noch im Himmel, also in der Luft drin ist, in dieser aber Höhe. Aber das liegt daran, weil das noch nicht angeschlossen ist. Gebiete noch nicht. Ich glaube, es ist noch nicht angeschlossen. Das heißt, hier am besten wenn du mal Betrieb, guckst, also hier ist ja nur ein Flansch vor. Ich gehe mal kurz an die Anlage vor und schau mal, ob da noch irgendwas ist. Guck mal, was die dir anzeigt, ob die immer noch so kontrabunt blinkt. Fabi? Ja? Wir müssen nachher dem BGA-Bereiter sagen, der soll die BGA erstmal für 24 Stunden ruhen lassen. Das sowieso, die darf sowieso erst wieder eingeschaltet werden, wenn das System geupdatet ist. Weil so kann er die nicht wieder in Betrieb nehmen, das geht nicht. Sonst stehen wir hier morgen wieder. Jawohl, übermorgen. Perfekt. Okay. So, ich glaube, wir haben das soweit erledigt. Wir räumen zusammen und rücken ab, wenn es in Ordnung ist. Okay. Gruppenführer okay. GWL von Gruppenführer LF20 kommen. Gruppenführer GWL hört. Ja, also wir haben jetzt hier keine weiteren Störmeldungen. Alles ist im grünen Bereich. Wir starten die BMA vorerst neu. Informieren aber auch noch den BGA-Betreiber, dass er das System schnellstmöglich erneuern muss. Und dann räumen wir hier auf und das war's dann, nehme ich an für uns. Klären es aber noch mit Einsatzleitung abkommen. Okay, ja. Wie gesagt, mit der Einsatzleitung. Die Einsatzleitung wollte das sowieso übernehmen. Einsatzleitung an LF20 kommen. LF20 hört? Wir haben gerade mitgehört, bitte nicht die Anlage neu starten. Die muss jetzt ausbleiben, da das zu gefährlich ist. Ja, LF20 hat verstanden. Anlage wird abgeschalten und abgeriegelt kommen. Na gut, also eine Rückmeldung ans ELW wäre auch nett, ne? Du kannst das ja alles mithören. Das, du weißt, man kann da gar nicht so ganz drauf achten. Versuch dir da so gerade mal einfach jetzt mal ein bisschen was rückzufolgern, Schluss zu folgern und einen Schlussstrich rauszuziehen und gib eine Lagemeldung zur Leitstelle, wenn die fragen. Zur Not kriegen sie noch eine hinterher, wenn der Einsatzleiter das mitkriegt. Aber das ist, ja. Bevor das Video, übrigens bevor das Video zu lang wird, ich würde sagen, das hat mal wieder Spaß gemacht. Die Aufräumarbeiten sind ja wie eh und je elendig. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Einsatz. Ciao, ciao. Ciao. Bis.